It's me, Silencario. Schön, dass ihr dabei seid hier bei meinem Let's Play zu Super Mario Kart. Und wir haben noch eine Rechnung hier im Spezialcup zu begleichen. Auf der 100er CCM-Klasse oder 100er Kubikzentimeter oder einfach nur 100er Klasse. Moment, eben den Turbostart nicht vergeigen. Das war ja im letzten Part wirklich ein Desaster. Das war ja gnadenlos, wie wir da einfach in der letzten Kurve, verdammt nochmal, wirklich in der letzten Kurve es vergeigt haben. Und ich hoffe aber, dass wir uns... Oh, Luigi hier schon wieder am Start. Ich hoffe einfach, dass wir uns heute ein bisschen besser anstellen werden. Ich habe mich gerade minimal eingefahren, nicht viel, nur ein bisschen. Ich hoffe einfach mal, dass das reicht. Ich habe jede Strecke mir eben einmal nochmal kurz angeguckt. Bin jedes Mal überall irgendwie runtergefallen, ins Wasser gefallen oder. Ich hebe mir den Panzer jetzt mal auf. Ich weiß nämlich leider nicht, wo die Gegner hier langfahren. Und ja, das war leider wirklich im letzten Part sehr großes Pech, wenn man es mal so ruhig sagen möchte. Das war Kaka. Das war wirklich Pech. Wir sind so weit gekommen. Ja, aber knapp daneben ist bekanntlich leider auch vorbei. Oh, da ist wirklich einer über meine Dings gefahren. Nein, was mache ich denn jetzt? Oh, über Yoshi hinter uns ist auch reingefahren. Ja gut, wenn... Peach darf uns noch nicht überholen, sonst wird die jedes Mal Zweiter. Wir sollten Luigi lieber versuchen, im zweiten Rennen vielleicht auszumanövrieren. Das wäre wirklich wünschenswert. Dann ist uns da... Ja, dann können wir ruhig mal Dritter oder Vierter werden. Das ist uns dann auch egal. Aber jetzt geht es darum, hier definitiv... Boah, Yoshi, du bist so ein Sauhund. Du bist einfach so ein Sauhund. Ey. Wie der hier am Cheaten ist, wie der Weltmeister. Wie ein Weltmeister ist er hier am Cheaten. Meine Güte. Ja, das war wirklich Pech, kann man sagen, im letzten Part. Das war... Boah, es war knapp. Ich war kurz vorm Heulen. Könnt ihr mir glauben, das war wirklich... Naja. Aber gehört dazu, setz Mario... Boah. Setz Mario Kart. Jetzt hier. Jawohl, sind wir Erster? Ja, sind wir. Ganz knapp. Luigi wieder dicht auf unseren Fersen, aber es hat geklappt. Gut. Was war nochmal die zweite Strecke? War schon diese Ghost Valley Schnitzelkram gedönst da? Ich glaube ja, ne? Ja, gut. Okay. Alle Leben haben wir noch. Das ist schon mal wirklich sinnvoll und gut. 9 Punkte gibt es oben drauf. Luigi wurde wirklich noch Zweiter. Der war die ganze Zeit Dritter oder Vierter, ne? So wie ich das immer im Rückspiegel gesehen habe. Ach, diese Strecke. Na gut, okay. Moment. Nicht den Turbostart verschnitzeln. Jawohl. Haben wir. Jetzt geben wir hier ein paar Münzen her. Dass wir hier schön Speed aufnehmen können. Ja, hier kann man leider nicht so wirklich gut driften oder so. Das funktioniert hier leider nicht. Beziehungsweise, ich weiß nicht wie. Was? Ja, Luigi schnuppert schon wieder hier an uns herum und denkt sich so, dann kann ich doch gleich mal mit einem Stern rammen. Den kann ich doch gleich mal mit einem Stern rammen. Ich weiß leider echt nicht mehr, wo die langfahren, sodass ich den leider keine Panzer hier direkt vor die Füße werfen kann. Wie einfach direkt hinter uns hier immer den Stern aktiviert, ne? Wow. Im Wasser slidet man ganz schön entlang. Ist gefährlich. Ah, der Panzer da war auch doof von mir gelegt, aber gut. Ja, das ist so ein Cheater, dieser... Ja, natürlich! Klar, da dreht man sich eben einmal um und schon ist es um ein Geschehen, nicht wahr? Was soll ich denn jetzt hiermit? Was soll ich denn jetzt hiermit? Was soll ich denn mit der ollen Feder? Boah, ey, der setzt hier einen Stern... Ja, setz doch noch einen ein! Ja, natürlich! Was ein Cheater! Ja, da im Wasser bleibt das leider kleben. Ja, gut, okay. Ja, setz doch nochmal den Pilz hier ein. Oh Gott, werden wir noch Dritter? Kopf an Kopf rennen? Ja, wenigstens sind wir noch Dritter geworden. Gut, sollten wir hier schlussendlich keinen Goldpokal bekommen, dann ist mir das dann auch egal. Ich will das jetzt nicht hier 100 Mal probieren. Aber gut, noch ist ja nicht alles entschieden, nicht wahr? Man, gut, Dings hat jetzt ein paar Punkte Vorsprung. Genau zu sein, 3. Aber das kann man aufholen. So ist es ja nicht, ne? Aber die Strecke ist auch einfach böse. Da kann man nicht so wirklich driften. Okay, Turbostart. Nicht verschnitzeln. Ah, eben einmal den Dings gerammt. Ah, hier so ein bisschen. Ach, shit. Okay. Ja, driften klappt nicht so wirklich, wie ich mir das vorstellen würde, aber... Ach, komm schon! Schon wieder diese Strecke, oder?
Das war doch schon. Jetzt rammt mich einer. Wetten darunter? Ja, war klar. Donkey Kong, du. Blöder Affe. Haha. Ja! Ja, und schon werde ich gleich wieder überrundet. Setz Mario Kart. Setz Super Mario Kart. Aber gut. Das ist der finale Versuch hier. Anscheinend habe ich mich da wirklich ein bisschen mit übernommen. Und wieso kriege ich eigentlich so einen verschnitzelten Pilz? Wir geben mal auf. So hat das hier überhaupt gar keinen Sinn. Und schon verlieren wir das erste Leben, meine Freunde. So muss das sein hier bei Super Mario Kart. Mann, da werde ich wütend. Komm jetzt zur Start. Ja, und Peach mit ihrem kolossalen... Haha, das war aber knapp. Mit ihrem kolossalen Hinterteil ist uns wieder auf den Fersen geblieben. Mann, 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 Mann. Yoshi, mein Abflug. Mein Abflug, mein Freund. Mach einen Abflug. Ist hier vorsichtig? Na gut, so ist in Ordnung, so ist in Ordnung. Komm, so will ich das sehen, so will ich das sehen. Jetzt hier Platz 1. Er setzt ja sowieso gleich einen Stern ein. Dass ich denke so, haha, da kommt ja wieder mein... Ja, da haben wir einen Stern schon wieder. Das ist auch immer ein Sauhund, nicht wahr? Was soll ich denn jetzt eigentlich mit dem Pilz? Wann soll ich den einsetzen? Das weiß ich irgendwie noch nicht so. Ja, hier muss man immer am besten ganz, ganz vorsichtig fahren. So, und jetzt kann ich den noch einsetzen, oder? Wow, 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 wow. Da war ich zu... Verdammt, jetzt habe ich kein Item bekommen. Okay, die Nervosität steigt gerade. Okay. Jetzt. Ah, das ist schade, dass ich den Dings nicht mitgenommen habe. Den Turbostreifen. Aber ja, wir haben neue Münzen. Luigi ist nun schon wieder auf den Fersen. Dem jetzt zur Falle zu stellen, halte ich für relativ unmöglich. Weil ich weiß leider wirklich nicht, wo der lang fährt, sodass wir ihn vielleicht ein bisschen abbremsen könnten. Vielleicht fährt er hier so lang. Ne, schade, hätte sein können. Jemand anders, aber Yoshi, ja gut, Yoshi ist egal. Okay, hier vielleicht. Jawohl, haben wir ihn, haben wir ihn. Ja, aber es reicht nicht, weil Peach war leider zu weit hinten. Peach war zu weit hinten, als dass sich das jetzt noch lohnen würde. Komm. Boah, wehe, der rammt uns jetzt hier. Schön vorsichtig. Wobei, doch, der ist ja runtergefallen. Peach, gib Hackengas. Der ist runtergefallen, habe ich jetzt gar nicht gesehen, oder? Ey, dann sind die Karten wieder komplett neu gemischt. Wenn Luigi jetzt Platz 3 ist, dann kriegt er auch viel weniger Punkte. Und ich glaube, wir haben jetzt eventuell sogar einen Gleichstand, weil wir sind ja auch gerade mal Platz 3 geworden. Ist das richtig? Mein Kiken? Ah, er hat jetzt 18, wir haben 21. Gut. Jawolski. Und wir haben noch mehr Leben als vorher. Meine Güte, ey. Was eine Runde. Komm, komm, komm. Ja, Schnitzel. Verdammt nochmal. Egal, egal, egal. Ach ja, das war jetzt dumm. Ja, das war richtig dämlich. Sowas hätte mir nicht passieren dürfen. Wir noch im Peach. Peach habe ich in eine Falle gestellt. Ist in Ordnung. Die blöde Kuh. Ja, das war dumm. Was war das? Ich dachte, das wäre eine Falle, aber das war ja schon der Streifen. Ach, Schnitzel. Komm, komm. Peach, mein Abflug. Ja, hier, das soll ich, wie soll ich denn hier... Wieso komme ich ja nie nach vorne, oder? Mann, 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 Mann. Ja, dann verlieren wir gleich wieder ein Leben, wenn das hier so weitergeht gerade. Okay, wir heben uns mal den hier auf. Schön wegschnitzeln. So, gut. Platz 6. Und Runde 4. Kacke, ey. Und wieso ist Luigi eigentlich wieder Zweiter? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, natürlich setzt er erstmal einen Stern ein, oder was? Wenn ich ihn gerade überholen will, das machen die immer mit Absicht. Ja, würde ich auch machen. Hau doch mal ab mit deinem Stern, du nervst. Nein! Spiel macht mich fertig. Ranked out. Ja, völlig verdient. Retry. Ja. War und four. Meine Güte. Ah, schon wieder zu früh, oder? Ja. Mein Gott, ich lerne es auch nicht, ne? Ich lerne es auch nicht. Ich muss später drücken. Meine Güte, Kario, streng dich mal an hier. Aber wir haben jetzt gelernt, wir können hier schon mal so ein... Ja. Peach, hau ab.
Lass mich doch mal in Ruhe! Boah, sind die kacke! Ja, Donkey Kong, du bist dick. Du bist blöd. Mann, musst du das nicht zeigen, dass du mich so weghauen kannst. Hau ab. Ja, natürlich. Natürlich. Bringt dir erstmal dezent mit seiner Feder darüber, die man ja immer so im Gepäck hat, nicht wahr? Und, gehst du auf Reisen? Ja, denk an deine Feder. Ja, tue ich. Okay, wir versuchen. Was war das jetzt gerade? Was war das jetzt bitte? Okay, okay, okay. Wir müssen hier mal ein bisschen... Wir heben uns den Panzer mal auf. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Weißt du was? Ja, klar, noch ein Stern. Bitte, bitte, bitte. Okay, 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 okay. Okay, Peach haben wir getroffen. Ja. Nein! Natürlich. Natürlich überholt er uns. Genau dann. Genau dann überholt er uns. Ah, sind wir wieder auf Gleichstand, oder? Ja, 27 zu 27. Die letzte Runde, meine Freunde, entscheidet. Und es ist wieder der Regenbogen-Boulevard. Moment. Turbostart diesmal nicht verschnitzeln. Ja, oder ich mache einfach gar keinen. Ist auch okay. Okay. Nein. Okay, wir fahren jetzt hier wirklich wie im letzten Part. Ganz, ganz vorsichtig. Legen einfach mal die Bananen. Stellt euch vor, der hätte mich nochmal runtergeworfen. Boah, dann hättet ihr mich aber schreien gehört. Hau doch ab, Mann. Du riechst komisch. Willst kuscheln oder was ist los? Das einzig Gute, ich hab's schon mal erwähnt, ist hier wirklich nur die Musik. Alles andere will uns hier wirklich den Tod wünschen. Okay. Hau ab. Ja! Ja! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ich glaube, dieses Spiel tut meine... Letztes Leben, meine Freunde. Letztes Leben. Sollten wir das jetzt hier wieder nicht schaffen, ist trotzdem Ende. Das Projekt ist dann vorbei. Ich muss einfach meine Nerven schonen. Ich muss einfach meine Nerven schonen. Aber jetzt, komm. Ich will es jetzt schaffen. Ich will es schaffen. Ich will es schaffen. Konzentrieren, konzentrieren. Konzentrieren. Ruhig mal bremsen hier und da. Ist egal, ist egal, ist egal. Ich will das hier zu Ende bringen. Ich will nicht einfach aufgeben oder so. Nein, 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 nein. Ich will hier auch nicht jetzt... Das kann doch nicht wahr sein, Mann! Komm, ramme ich nochmal, damit ich nochmal runterfall. Komm. Boah, Hashtag Rage Cario. Ohne Witz. Boah, das war aber Millimeterarbeit, du. Da ist die Stelle. Vor allem sieht das, wenn man so von so weit entfernt kommt, finde ich, sieht das viel, viel, ja, ganz, der Winkel ist ein ganz anderer irgendwie. Ganz komisch irgendwie, weiß auch nicht. Boah, also in Mario Kart 8 beherrsche ich diese Strecke, ja? Ja, setze erstmal einen Stern ein. Hey, er fährt einfach durch. Wie viele Sterne will er eigentlich noch einsetzen? 5 oder was? Ja, das kann doch nicht wahr sein, weil ich immer wieder zu schnell werde oder was? Weißt du was? Entschuldigung, wirklich. Es tut mir leid, wenn ich hier so rumbrüll, aber ihr seht es selber. Das geht hier einfach nicht mit rechten Ding vor. Das ist einfach... Gut, ich wusste vorher, worauf ich mich eingelassen habe. Gramm mich doch da rein, Mario. Was ist los? Ja! Mein Herz, meine Freunde, mein Herz. Das ist nicht gut, was ich hier... Das ist nicht gut. Oh Gott, ey.
So, Platz 4. Damit sind wir definitiv auf dem Treppchen. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. Es wird wahrscheinlich nur einen Silberpokal geben, weil wir nicht Erster geworden sind. Aber ihr könnt euch jetzt ungefähr vorstellen, was im 150er uns erwartet. Ja, Platz 2, ne? Ist doch richtig, oder? Ja. Was uns in der 150er Kubikzentimeter Klasse erwartet, Fels ohne Ende, Herzinfarkte ohne Ende. Ich würde graue Haare kriegen mit 26. Ja. Gut, haben wir wenigstens einen Silberpokal. Das Projekt ist ja zu Ende. Ich hoffe, es hat euch trotz dieser kleinen, hier und da mal etwas böseren Ausraster, wenn man so möchte, gefallen. Ich habe mir jetzt wirklich, ich habe mein Bestes gegeben. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, ist wirklich mich nochmal eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden einfahren. Mich einfach mal einen Nachmittag hinzusetzen, nochmal die Skills zu trainieren und so weiter. Aber ich glaube, das würde meinen grauen Haaren, ja, ich würde graue Haare kriegen. Ich hoffe, das Projekt kam trotzdem gut bei euch an. Wir haben es ja jetzt geschafft, wir haben es abgeschlossen. Wir haben zwar jetzt nicht den 150er Cup freigespielt, weil dazu müssten wir überall Gold haben, aber meine Freunde, wir haben es geschafft. Es war ja auch nie Sinn und Zweck der Sache, dass wir 150er Kubikzentimeter schaffen. Trotzdem hoffe ich es, dass es euch gut gefallen hat. Lasst mir gerne einen netten Kommentar da. Vielleicht habt ihr auch Mitleid mit mir. Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist Ende im Gelände. Aus die Maus, Mickey Maus. Mein Name ist Silencario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Wahnsinn, meine Freunde. Macht's gut. Ciao.